und herzlich willkommen zurück zu To the Moon. Zu dem Mond. Wir haben die Vorgeschichte von Johnny gehört, der seine Frau ja verloren hat. Wir sind jetzt fast am Ende seiner alten Zeiten und gehen zu seinem erwachsenen Ich. Und ich will auch nicht weiter reden. Wir wollen es aktivieren, weil ich Aber ich will auch nicht so viel labern, weil es so toll ist. Jetzt muss ich eine andere Stimme für Johnny schon finden. Weil er jetzt ein erwachsener Mann ist und kein alter Sack. Es kommt ganz gut hin. Es kommt ganz gut hin. Und ich weiß gar nicht, wie ihr deine Frau klingen soll. Wenn deine Operation bezahlt ist, wird noch genug übrig sein. Also mach dir keinen Kopf. Mach dir keinen Sorgen, sorry. Notlüge. So nennt man das doch, oder? Nein! Ich bin sicher, wir können einfach... Hör auf. Ich mag es nicht, wenn du lügst. Ich habe nachgerechnet. Ich weiß, wie es aussieht. Warum willst du mich gegen meinen Willen überzeugen? Wir brauchen das Geld für deine Behandlung, River. Ich weiß, Anja dir viel. Ich weiß, dass Anja dir viel bedeutet, aber das hier. Das geht zu weit! Ich meine, sie. Sie ist nicht mal einmal. Weißt du, was mich wirklich glücklich macht, Johnny? Was? Weißt du es? Nein, ich weiß es nicht, darum frage ich doch. Toll. Nun, ich weiß es jetzt nicht. Nein, sorry. Ich weiß es. Ich hoffe, du kannst mir dabei helfen. River. Wenn die Papiere für meine Behandlung ankommen, werde ich sie nicht unterzeichnen. Was du mit unserem Geld machst, kannst du selbst entscheiden. Aber wenn du meinen Wunsch erfüllen möchtest, dann verwende das Geld, um das Haus fertig zu bauen. Und dann möchte ich, dass du nach ihr siehst, jeden Tag, den du dort lebst. Besuch sie, sprich mit ihr, tröste sie. Ich will nicht, dass sie allein ist. Bleibt. Und was ist mit dir? Glücklich. Ich werde glücklich sein. Johnny? Ja? Ich habe das hier gemacht. Sag mir, was es ist. Was? Sag mir einfach, was es ist. Es ist ein Hase. Wie die anderen, die du gemacht hast. Und weiter? Er hat zwei Farben. Naja, er ist aus Papier. Und weiter? Und dann... Der Körper ist gelb und der Rest ist blau. Und weiter? Gut. Weiter? River, was willst du von mir? Du, River. Ich habe ein Lied geschrieben. Es ist für dich. Okay. Ja, spielst du's? Du möchtest du es hören? Nein. Sagt sie so? Nee. Legt sich so zur Seite. Nee. Tiot. Also wie? Ich hab doch nichts getan. Ja. Gut, das war die Drill. Du hättest nicht extra das Piano hochbringen müssen. Ich kann dich sehr gut hören, wenn die Tür offen ist.
wollte dich nur sehen. Er spielt da wahrscheinlich das Lied. Es heißt Forever. Wieso? Warum so klischeehaft? Das ist nur ein Arbeitstitel. Wer ist diese Anja, von der die beiden gesprochen haben? Wenn sie so wichtig ist, hätten wir sie nicht in seinen späteren Erinnerungen sehen müssen. Ich schätze, er hat seine Versprechen letztlich doch nicht gehalten. Es sei denn was? Egal. Hey, das ist doch dasselbe Lied, das die Kinder vorhin gespielt haben, oder? Vermutlich hat er es ihnen beigebracht. Ach, weißt du, das hier zieht nur meine Testosteronspiegel runter. Ich mache mich auf den Weg. Ich habe schon meine Memo. Links, kommst du mit oder willst du noch selbst weiter schauen? Mitgehen. Gehen wir einfach. Ich liebe dieses Lied. Das ist echt schön. Oh, ich habe das Mühe gegeben. Oh, es ist mein Weg jetzt hier. Wir müssen rüberspringen. Das Haus ist noch nicht mal fertig. Oh nein. Hey, schau mal, was wir hier haben. Ein fertiges Haus. Ich mag den alten Johnny. Ja, es klingt so alt. Ah! Erstmal voll Skype. Sorry. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Damit, ich hoffe, ihr habt es gelesen dafür. Broken Inside. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Sie ist doch noch nicht tot. Wir gehen in die Vergangenheit zurück und nicht in die Zukunft. Wer ist das? Sie kriegt eine richtig. Ich muss erst noch mal ihren Namen wissen. Isabelle. Ich weiß gar nicht, wie ich sie jetzt sagen soll. Nick hat angerufen und mich hergebeten. Oh Gott. Isabelle, du redest wie eine Ente. Ich habe hier eingelegte Oliven mitgebracht. Die magst du am liebsten, stimmt's? Oliven. Nein, so kann ich sie nicht liegen lassen. Ich habe von. Ich kann keine Stimmen nachmachen, also weibliche. Viva klingt ja richtig weiblich. Wie soll sie klingen? Ich kann jetzt nicht sagen, entscheidet ihr, weil das nur 9 Minuten sind, wo ich gerade aufnehme. Also nehme ich eine. Hohohoho! Stimme. Ich habe von Viva gehört. Wird sie wieder gesund? Ihre Krankheit wurde erst später festgestellt. Glücklicherweise ist sie behandelbar. Aber die Kosten für die Behandlung. Wir können uns nicht leisten, das Haus fertig zu bekommen. Isa. Wenn ich sie jetzt nicht verloren. Wir können kaum die Behandlungskosten bezahlen. Ich bin froh, dass man ihr helfen kann, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viel dieser Ort ihr bedeutet. Es wird ihr das Herz brechen. Ich würde gerne helfen, aber... Also, oh. Ich würde gerne helfen, aber Ted und ich können uns seit dem Finanzcrash selbst nur knapp über Wasser halten. Was wirst du nun tun? Ich werde ihr sagen, dass wir es schaffen können. Dass wir uns beide leisten können.
Ich möchte nicht, dass sie eine Dummheit begeht. Du solltest sie nicht anlügen. Du verstehst nicht, Isabelle. Wenn sie die Wahrheit herausfindet, bin ich mir nicht sicher, was sie wählen würde. Na und? Wenn der irgendwie wieder mitgeht. Also, hallo, Isabelle, shit and base. Wenn sie entscheidet, dass ihr dieser Ort mehr bedeutet als ihr eigenes Leben, dann soll es eben so sein. Es geht darum, was sie wirklich will. Ihr Neurobischen meint immer, ihr wüsstet, was das Beste für andere ist. Das mag ich nicht. Und ich hasse es, wenn du mich so nennst, Izzy. Glaubst du denn, es geht nur um sie? Was ist mit mir, Isabelle? Nach all den Jahren darf ich da nicht auch mal an mich denken? Ich möchte nicht allein sein, Isabelle. Ich werde sie nicht sterben lassen. Das ist anmaßend. Ist mir egal. Wo willst du hin? Ich werde ihr etwas von der Klippe mitbringen. Das wird sie ein wenig trösten. Was du vorhast, wird davon nicht besser. Nick wollte, dass ich dir das gebe. Ein Spieler? Er sagt, das Lied heißt Everything's alright. Das ist echt das Englische, das ist genau. Nein, gar nichts ist in Ordnung. What happened to me? Entschuldigung, dass ich das gerade nicht wirklich ernst nehme. Aber das tut mir echt auch leid. Aber ja, what the fuck? Everything's alright. Deine Frau stirbt, hallo? Was soll daran okay sein? Oha, die Lieben sind also der Stichpunkt. Und wie soll das Lied überhaupt gehen? Everything's alright. In the possible city on earth. Okay. Ah, okay. Ist da noch was? Wie das Haus so leer aussieht, ey. Vielleicht ein Hammer? Nein. Also. Ich weiß immer noch nicht ihre Diagnose. Das Komische ist. What? Das. Oh! Das Auto wollte ich schon damit. Ah, das Auto, ne? Ist voll in der Blume drin. Ach, wir müssen weg. Okay. Gehen wir denn nach unten? Wo ist dieser Bit überhaupt hergekommen, wenn es keinen Weg nach unten gibt, hä? Sollte ich alle verarschen? Bisschen. Aber nicht so viel, dass es mich schmerzen würde. Ich brauche noch zwei Gegenstände. Wahrscheinlich die Blüte. Oh, ich habe es. Everything's alright. In the city of the town. Okay, ich sollte nicht fliegen, es tut mir leid. Wenn deine Frau stirbt und niemand weiß, was sie hat. Wahrscheinlich Krebs, aber niemand interessiert das. Weil alles ist okay. So. Und dann gehen wir erstmal weiter. In die Vergangenheit. Noch weiter in die Vergangenheit. Okay. Und so. Das ist ja nicht schwer. Das war ja nicht schwer. Und lieben. Und lieben. Wer sich liebt, hat noch nie richtig gut gegessen. Liebt ihr Oliven? Ich mag auch hier voll Oliven. Eigentlich ziemlich lecker. Da. Jetzt wahrscheinlich sehen wir auch. Ich habe den Namen schon vergessen von den Typen.
Ah, Niklas? Ist er so? Oh, oh nein, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie ich den klingen lassen soll. Ich lasse ihn wie einen alten Mann klingen. Wahrscheinlich werde ich Niklas auch öfter sehen, aber er klingt seit er geboren ist wie ein alter Mann. So ist wie so. Es ist ein Junge. okay. Also, seht ihr die Sache wirklich durch? Hm? Niklas ist, sag ich mal, jetzt einfach mal der Gangster unter den. So richtig bei der Casher. Yep. Die Bauarbeiten standen bereits in wenigen Monaten. War nicht ganz einfach. Wir mussten Ratenzahlungen einbauen. Aber jetzt, wo die Finanzierung steht, hat es schon klappen. Hier habe ich jetzt nochmal. Nee, Minuten! Hat sie nicht geklungen wie eine Ente? Ich lasse sie jetzt wie eine Ente klingen, mein Gott. Wie wundervoll! Euer eigenes Traumhaus! Die haben die sich eigentlich kennengelernt. Die Traumente und die Traumente. Und der Kescher. Und dann noch an diesem schönen Fleckchen Erde. Ihr habt euch an dem Leuchtturm nicht, weil von dort das Ja-Wort gegeben stand. Ja, aber das ist nicht allein. Können wir jetzt nicht gehen? Nicht, dass ich zum Schauen so. Aber ich erinnere unsere Freunde nicht. Wir und dieser Ort, das geht schon ganz lange zurück. Tja, es ist schön, dass wir uns auch mal etwas Erfreuliches erzählt haben. Lasst uns anstoßen auf euch beide. Genau, auf uns. Oh, und Oliven. Bin gleich wieder da. Ich brauche nur etwas frische Luft. Ich komme mit dir. Die Tonk Lady. Dun, 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 dun. So. Tja, mein Freund, das ist schon wieder ganz schön lange her. Wohl wahr. Wer hätte gedacht, dass die paar Kilometer mal zu einer solchen Hürde werden würden? Diese River, immer noch so still, was? Ach, sie ist eigentlich ganz gesprächig daheim. Und wenn sie mit Isabel zusammen ist, dann kommen so die Ballungen so. Tick, Tratsch. Oh, jetzt hat sie nicht mehr lachen. Ich denke, sie ist einfach nicht gewohnt, dass du dabei bist. Haha, ich bin. Jetzt bin ich mal wieder der böse Junge, was? Großer Junge. Hey, also hast du mir jetzt diese eine Sache erzählt von früher? Ja. Wie hat sie es aufgenommen? Insgesamt ganz gut. Aber eine Sache gibt es, die mir noch zu schaffen macht. Seit diesem Vorfall bastelt sie andauernd diese seltsamen Hasen aus Papier. Origami-Hasen? Ja, viele, jede Menge. Ich habe früher auch mal Origami Tiere gemacht, ist klar. Für meine Tochter, als sie noch klein war. Was ist daran so schlimm? Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Sie macht nichts anderes, als diese Hasen zu basteln, Tag ein, Tag aus. Unser Haus ist inzwischen voll mit Dingern, bis oben hin. Sagt Isabel nicht, dass so etwas bei Menschen wie River nicht ungewöhnlich ist? Schon, aber diesmal habe ich ein ungutes Gefühl. Wenn ich sie darauf anspreche, antwortet sie mir nie. Stattdessen bekommt sie diesen abwiesenden Blick. Fast, als würde sie irgendwas von mir wollen. Und das Seltsame ist, ich habe das Gefühl, dass da wirklich etwas ist. Dass ich ihr schuldig bin. Hast du mal Isabel gefragt? Ja,
Sie sagt, dass sie mir mit ihr gesprochen hat, aber auch nichts aus ihr rausgekriegt hat. Konnte, eigentlich heißt es, sorry. Tja, ich bin sicher nicht der Fachmann hier, aber ich kann dir eins sagen. Ich kenne seit der Mittelstufe. Ich kenne dich seit der Mittelstufe. Und du hattest schon immer den Hang, dir um alles an den Kopf zu machen. Du bildest dir da wahrscheinlich etwas ein. Mach dir nicht so viel Gedanken. Wenn jemand so einen Rat gibt, liegt meist tatsächlich irgendwas im Argen. Was ist Argen? Magen? Aber gut, ich habe Zweifel. Keine Gewissenszeit. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich? Ich habe immer recht, John. Ich bin krass. Okay. Hoffentlich. Niki. Moment. Moment mal. Selbst er hatte keine Ahnung, was mit diesen Hasen los war. Vergiss die dummen Hasen, wir haben andere Probleme. Wir sind hier in einer abgegrenzten Erinnerung und es gibt keinerlei Mementos. Keine Panik, wir können wahrscheinlich eins von ihm selbst bekommen. Wie das? Sieh zu und lerne. Ich muss nur kurz diesen Wirt einen Besuch abstatten. Können wir da raus? Nein. Oh, das ist ja doof. Wieso haben wir Essen auf dem Tisch? Das ist ja total dumm. Ich will nochmal mit Dingen reden. Beeil dich! Ich will hier nicht feststecken. Ja. Ja. Hi. Hallo. Was darf ich sagen? Das darf ich sein? Das darf sein. Hallöchen. Haben Sie ein Glas eingelegter Oliven für mich? Klar doch. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Check. Tut mir leid. Schecks nehmen wir nicht an. Tja, dann schreiben Sie es einfach auf meinen Deckel. Moment, soll das heißen, Sie haben kein Geld? Ich werde eh sowas von resetten. Hallo! Was darf's sein? Tagchen! Haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch! Zahlen Sie Bauer mit Karte! Schreien Sie es auf meinen verdammten Deckel. Heute mache ich richtig einen drauf. Oho! Geht klar! Der Herr! Hier sind Ihre eingelegten Oliven! Danke, Kumpel. Da wird heute jemand eine Menge Trinkgeld einstreichen. Welches Trinkgeld? Wie arroganter Arsch. Danke, der Herr. Du kannst so ein Arsch sein, nee. Ach, mach dich locker. Mach dich locker. Und jetzt, was soll ich jetzt mit den Oliven machen? Mit den Arsch stecken? Kann ich noch mit ihm reden? Darf es sonst noch was sein? Nein, darf es nicht nochmals sein? Da ist auch noch ein Mensch, aber wir sehen ihn nicht, weil die nicht wirklich relevant sind. Nanu! Sehen meine getrübten Augen da etwa ein Gläschen eingelegter Oliven? So ist es. Sie wissen auch eine gute Olive zu schätzen? Allerdings! Ich habe mir gerade eben ein frisches Glas bestellt. Was für ein Zufall. Ist das hier so eine Kneipe mit Oliven? Ich kann das irgendwie nicht voll vorziehen. So, hä? Was passiert hier schon wieder? Darf ich? Natürlich, setzen Sie sich. Wir kippen gemeinsam ein Gläschen. Oh, ja, das klingt doch nach einem Plan. Eva, Geschmacks... aussetzen, jetzt! Ach nee, ich glaube, ich habe jetzt keine Lust. Dafür wirst du noch sowas von bezahlen. Oliven, tja, und so sind wir zu unserem ersten Toaster
gekommen. Oh, witzig. Alles in Ordnung? Ja, mich nimmt nur das Geschmackserlebnis dieser eingelegten Oliven total gefangen. Einfach wundervoll, nicht wahr? Oh ja. Man kann sich kaum vorstellen, dass irgendjemand diese Dinger ekelregend finden könnte. Lassen Sie sich Zeit, wir haben ja noch zwei Gläser. Noch zwei Gläser. Okay, chill mal. Er frisst denn so viele Oliven? Also habe ich gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Und Sie haben mir recht gegeben. Und wissen Sie, was noch an unserer Gesellschaft nicht stimmt? Die Politik. Das stimmt an unserer Dings nicht. Ja. Ich habe es sogar dabei. Wieso? Darf ich mal sehen? Na gut. Bitte sehr. Und anhalten. Endlich! Herr im Himmel! Wie waren die Olivennähe? Ach, halt die Klappe. So. Dann, Moment mal, fang bloß nicht wieder an zu. Mach dir keine Sorgen, Mensch. Piu. Siehst du, alles nach Vorschrift. Piu, piu, piu. Ah, Herzschlag! Nee, ernsthaft. Ich versuche gerade, mich in die Situation zu versetzen. Und du ruinierst die Stimme. Das war es wert. Das war es wert. So. Wir haben noch 2 Minuten übrig. Ich sag aber jetzt schon mal tschüss. Das ist aber wieder so richtig gute Aufnahme, glaube ich, hoffe ich. Vielleicht gehe ich auch schon mal rüber. Also ich mache da schon mal hier die Vorbereitung. Dann habe ich das Licht im nächsten und denke mir, boah, ich hasse mich selbst. Also ich brauche 4. 4 Dinger. Okay. 1, 2. Ist das jetzt das und das? Okay, ich hab's. Tada! Yay! Ja, okay, dann gehen wir nochmal in die andere Welt noch zurück. Also, betreten das schon mal und dann hören wir auf. Ich kann auch nicht aufhören. Ich liebe dieses Spiel. Verdammt! Das ist der Leuchtturm. Der noch ein bisschen aussieht wie, naja, und auch nicht benutzt. Sie lieben ihr Baby. Oh mein Gott. Mein liebes Känguru. Känguru. Du bist kein Australier. Na und? Wir sind hier ungefähr 20 Milliarden Nanometer über normal Null. Und stehen auf einem verdammten Lampennast. Spring einfach runter. Es ist ja nicht so, als könntest du dich hier verletzen. Machst du Witze? Das ist wie Bungee Jumping ohne Seil. Umbleiben geht nicht. Runterkommen auch nicht. Mann, wie ich es hasse. Wenn das passiert. Eva, was zum. So, warum hat man sie wohl verlassen? Ich nehme an, sie wurde einfach nicht mehr gebraucht. Nicht mehr gebraucht?
Für Schiffe, meine ich. Du weißt ja, wie das heutzutage ist mit GPS und all diesen Kram. Und Pokémon Go. Also was? Nix? Hör mal, Oliver. Dieser Ort bedeutet auch mir sehr viel. Ich habe nachgedacht. Im Moment läuft es doch alles recht gut für uns. Und wenn wir sparen, ein paar Jahre lang, dann könnten wir hier oben ein Haus bauen. Wir werden uns einschränken. Könnten sie vom Fenster aus sehen. Morgens, abends, wir waren immer in der Nähe. Und wir könnten jederzeit hierher gehen. Sie wäre nie mehr allein, John. Ich könnte jeden Tag auf sie aufpassen. Ja. Das werden wir. Ich gönne es ihnen. Das meinst du nicht ernst. Du weißt, was passiert wird, oder? Es ist, als würde man einem Zug beim Entgleisen zusehen. Das Ende ist nicht wichtig, als irgendeiner der Momente, die zu ihnen führen. Was zählt, ist, dass die beiden hier und jetzt glücklich sind. Lass uns gehen. So, mit diesen Worten sage ich, lass mich gehen, weil ich bin hier schon wieder über 30 Minuten. Und ich liebe dieses Spiel immer noch, weil es so schön. Säuse, heul. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir sehen uns in die nächste Folge wieder. Bis dann, tschüss.